Stadien, das zu verarbeiten. Leute, was geht ab, Leute? Hier? Erstmal Parolen verkloppen, wie immer. Ihr wisst Bescheid. Man hat ja sonst nichts zu tun. Wir haben unser 100er Nocturne jetzt schon bekommen. Checkt das Video ab. Dementsprechend nur noch Arenen machen, bis das Halloween-Event anfängt. Das fängt übrigens heute um 22 Uhr an. Schaut so beim Livestream ab 21 Uhr und wartet mit uns, chillt mit uns, bis das Event anfängt. So, ich habe erstmal drei Quests oder zwei. Drei, aber eins gibt kein Mankey. Das ist die Mankey-Quest, 100er und Shiny. Können wir noch gebrauchen. 499 übrigens. Schon mal nicht Shiny. Und auch nicht 100. Schade. Heute ist übrigens auch nochmal Rage-Stunde. Letztes Mal Giratina, aber die schlechte Form. Brauche ich eigentlich nicht, habe ich eigentlich kein Interesse. Könnt ihr gerne unten da schreiben, ob ihr am Start wart und ob ihr noch Interesse habt, ob ihr noch was Gutes bekommen habt, ob ihr noch ein Shiny bekommen habt. Und falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, gebt ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Und Glocke aktivieren anscheinend. Aber auf jeden Fall, ich bin am Start, obwohl ich keinen mehr brauche. Denn wir machen nur X-Raid-Arena. Wenn schon mal an jeder Arena ein Raid spawnt, kann man das doch nutzen, um zu triggern. Das heißt, an jeder X-Raid-Arena, wo ein Fünfer auftaucht, oder auch wenn kein Fünfer auftaucht, während der Zeit, machen wir den Raid und ja, schnappen uns eine Einladung. Bei Gigatina an sich, ich habe eigentlich schon seit der ersten Raid-Stunde kein Interesse mehr. Ich habe noch einen 98er bekommen, habe mich vom 96 auf 98 aufgebessert. 100er ist eh unwahrscheinlich und ein Shiny reicht mir. Den tausche ich irgendwann mit einem Glücksfreund für Lucky Shiny 100. Ihr wisst Bescheid. Ich habe zufällig zweimal die Quest Arena-Kampf gewinnen, aber ich glaube nicht, dass es Mankey ist. Beides Mal. Ah, das war Kämpfer in einer Arena. Mankeys Gewinne oder sowas. Ja. Zweimal nicht Mankey. Schade. So, Rage-Stunde fängt gleich an. Erste Arena bereits blockiert. Aber kein Problem, den machen wir trotzdem. Geht ja um die Trigger, nicht um den Raid an sich. Das war ein Makuhita, aber eins davon müsste Mankey gewesen sein. 100er Shiny Mankey? 100er Mankey? Nee. Schade. Auf geht's, triggern. So, schauen wir mal. Kletternetz übrigens. Sehr beliebte X-Raid-Arena. Und hier drin, alter Nordfriedhof, machen wir ja immer den Seedee. Ist ein Traumvogel geworden. Habe ich sogar schon Shiny. Sogar mein Kleiner hat schon zwei Shinies, also brauche ich jetzt nicht unbedingt. So, schauen wir mal. Erster Raid vorbei. Traumvogel. Kein Kommentar, warte. Schade, nicht Shiny. Schauen wir mal, ob der Shiny wird. Nee, leider nicht. 19:04 nur. So, nächster Raid. Geschafft. Pinakotheken. Und nicht Shiny. 18:82. Geh mal weiter. Wittelsbacher Brunnen. Wie gesagt, die beliebteste Arena hier. Hier geht immer was. X-Raid Arena. Eigentlich jedes Mal wird die ausgelöst. Gönnt euch, falls ihr hier in München seid. München Guide übrigens kommt demnächst. Ich habe das jetzt endlich mal geplant. Wir setzen uns mal. Schauen wir mal, ob der Shiny ist. Und also gut ist auf jeden Fall schon mal nicht. Ist das Shiny? Oh, Shiny! Haha! So, geschafft. Letzter Raid für heute. Oder vielleicht mache ich noch den Keifel da hinten. Und, schauen wir mal. Nicht Shiny. 19:02, der beste von heute, oder? Ich glaube schon. Okay, Leute. Wir sind wieder zu Hause. Das war mal eine etwas andere Raid-Stunde. Einfach nur getriggert. Es waren 5 X-Raid-Agenten mit dabei, also eine Einladung ist eigentlich garantiert, wenn nicht sogar zwei. Man beachte, man kann natürlich nicht zwei Einladungen gleichzeitig für einen Account bekommen. Da waren natürlich ein paar zweite Accounts mit dabei und sogar dritt und viert. Deswegen war das auch ein bisschen komisch und lustig und wir haben auch so lange gebraucht, weil hier und da ein paar dritt und viert Accounts mit dabei waren. Einfach nur für die Einladung. Einfach damit die eine Einladung bekommen. Vielleicht hat man die nicht bekommen, dann kann man sich selber damit einladen. Wie ist das? Also ihr wisst Bescheid. Aber dann gibt es noch eine Neuigkeit. Und zwar eine sehr interessante von Niantic. Wilde Entwicklungen spawnen wieder. Klingt komisch. Jetzt denkt ihr euch, hey Hong, ich habe letztens erst ein Glurak-Wild gesehen. Dies, das.
Stimmt. Aber mit Gen 3 hat Niantic damit aufgehört. Ich habe mal ein Video gemacht, das kam sogar sehr, sehr gut an. Boah, das kann ich jetzt nicht finden. Ist schon länger her. Da habe ich, was war das? Da habe ich, glaube ich, irgendwas gesagt, was ich an früher vermisse oder sowas. Und eine der Sachen, die ich an früher vermisse, sind eben die wilden Spawns. Die wilden entwickelten Spawns. Zum Beispiel Glubak, Despotar, Despotar vor allem, ja, na klar. Was gab es noch? Amphoros war früher auch richtig geil. Natürlich Dragoran, ihr wisst Bescheid. Aber mit Gen 3 hat das leider aufgehört. Die Starter zum Beispiel gibt es nicht in der entwickelten letzten Form wild. Kein Logok-Wild, kein Sumpex-Wild, kein Gewaltro-Wild. Aber Bisaflor und so Meganie schon. Dementsprechend gibt es natürlich auch, was ist denn von Gen 3 zum Beispiel krass? Also krass, es gab kein Lethaking-Wild zum Beispiel. Was noch hier? Ich schau mal. Metagross zum Beispiel. Brutalanda, Alter. Diese Sachen gab es nicht wild. Und jetzt anscheinend schon. Und das war damals halt natürlich das Geilste, was es gibt. Immer diese wilden Spawns abgegriffen, diese Highlights. Und diese Highlights haben seit Gen 3 eigentlich gefehlt. Endlich ein großer Spawn. Ein Dragoran. Ein bisschen Licht. Ein bisschen Licht, ja, kann ich schauen. Wir waren auch nicht so weit weg davon. Endlich mal. Echt jetzt? Oh mein Gott, ich bin nervös. Ich glaube, das ist nicht so gut, wenn ich in die Kamera halte. Das ist besser. Kein Stress. Excellent! Nur für den Julian. Aha. Das sieht so saftig aus. Keine Internetverbindung. Hast du gefangen mit Excellent? Gelbe Berge natürlich. Ein Ei natürlich. Erstmal Schlupf. So, 15 Ananabären. Probieren wir den Spaß. Viel Glück. Danke dir. Mein Gott, ist das so schön. Soll ich halten haben? Ja, warte. Hat die gerade Berge gemacht? Ja. So. Hast du schon? Great. Skrant. Nein. Das gehört? Ja. Scheiße. Ja, egal. Damit habe ich gerechnet. Ja, meinst du auch einen guten Anfang? Echt? Ja, aber nur auf den 6. Tut mir leid. Fangen wir ihn wieder. Wenn die weg? Das ist gut. What the fuck? Ist da jetzt auch weggelaufen, oder? Scheiße, ja. Sollen wir wieder runterkommen? Ich warte nicht, dass er runterkommt. Erster Ball. Excellent, by the way. Ja. Erster Ball mit Sanana. Vollgas. Ich mach schnell auch mal einen. Oh, der war schlecht. Oh, der war richtig schlecht. Ich darf kein Great oder Exo. Oh mein Gott. Ja, Mann, ich hab. Was? 2000 Kilo. Okay. Ich hab ihn auch. Ja, ja, ja. Wildes Brutalanda, wie krass wäre das abgegangen? So, erste Nacht, wo Gen 3 rauskam oder was weiß ich, wann der rauskam. Und sich dann wildes Brutalanda, wildes Metagross zu gönnen. Vor allem, wenn der neue Hype da ist von der neuen Gen. Diese Zeiten leider vermisst. Ja, jetzt sind sie da. Ist zwar geil, aber ganz ehrlich. Wen juckt's, wenn man jetzt noch ein wildes Metagross oder Brutalanda sieht? Das war schon nett, aber genau dasselbe wie mit jetzt Dragoran oder Despotar. Ja, muss ja nicht sein. Wobei, die gibt's natürlich nicht in den Raids. Das heißt, an sich sind sie schon noch ein bisschen seltener und cooler als Despotar und Dragoran, die es halt in den Raids gibt. Finde ich eine coole Sache und man darf natürlich nicht vergessen, Endentwicklung geben mehr Bonbons. Sprich, wenn du da eine Ananas oder silberne Ananas drauf wirst. Vor allem jetzt mit, vor allem jetzt mit Doppel-Bonbon-Event. Und jetzt startet ja das Halloween-Event mit Doppelbonbon. Oh, verstehe, Niantic. Gutes Timing. Schmeiß eine Ananas auf ein wildes Brutalanda und gönn dir die Bonbons. Verstehe, Niantic. Das ist euer Plan. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Wie gesagt, die alten Zeiten, diese ganzen Highlights, euer wildes Dragoran, wildes Despotar. Das waren echt gute Zeiten. Die vermisse ich. Ist gut, ist ein guter Schritt auf jeden Fall. Bringt vielleicht das alte Feeling zurück. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und wie gesagt, heute fängt das Event an. Doppelbonbon, dann lohnt es sich erst recht. Und wir sind ab 21 Uhr circa live, bis das Event halt anfängt. Schaut vorbei und chillt mit uns und wartet, bis das Event anfängt. Vielleicht gibt es eine neue Box.
Schauen wir mal. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Mies ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon ist dieses Business.